Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und los geht's. Leute, Thomas, Daniel, wo seid ihr denn? Wie immer. Ja, wie immer. Ja, Ja, und wie auch immer. wieder, ne? Ja, also, Daniel, setz dich mal auf dein Fahrzeug. Ich muss ganz kurz mit Thomas alleine reden. Es gibt Ärger. Also, folgendes Szenario. Guck dir das Bild an. Denn da. Der, hi, der Schuppen da vorne. Ne? Siehst du ja, ne? Der hier schoben, da wo der Grill steht. Nein, hier vorne, da bei den Karren. Davor. Ach, da, ja. Ja, genau. Siehst du da, ne? Ja. Dann weißt du ja, was ist, ne? Ja. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Du teilst deine Leute so ein, wie du sie brauchst, ne? So wie es sich ich gehört. gehe dann noch erstmal Leitstellenbereitschaft, die haben wohl einen Disponenten zu wenig. Alles klar, ich Viel Spaß! Danke! Hier. Yeah. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte noch kurz mit ihm reden, aber. Ja, wo ist denn ihr? Ach ja. Hallo? Ja, warum redest du mit der her? Du sollst doch bei der Fahrzeugbereitschaft sein. Mensch, Mensch, Mensch. So. Folgende Lage. Ja, kleine Rauchentwicklung in den kleinen Schuppen. Mach folgendes: schickt einen Trupp mit BA rein. Rauchentwicklung geht nach unten klar. Ja, ein Trupp zur Menschenrettung. Teil deine Leute sonst so ein, wie du brauchst. Ich bin hier auf Bereitschaft. Verstanden. Absitzen. Angriffstrupp mit PA. Zur Erkundung. Wasser, Grupp, Versorgung aufbauen und dann mit PA ausrüsten. You were moved. Moin Moin, Leitstelle Ostdeutsch-Scharmbeck, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hier in der Nähe bei der Schruckenburg-Ecke Mainburg-Damm, dort ist ein kleines Kind in den Gully gefallen. Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden. Struckenberg, Mainburger Damm, also die Ecke da, ja. Ist Mainburg oder ist das? Das ist Mainburg. Okay. Das ist ein Brunnen oder ein Gully? Okay, wie ist denn Ihr Name? Pixel. Okay, seien Sie ganz ruhig. Eine verletzte Person war richtig. Dann schicken wir Ihnen die Feuerwehr. Ist denn in diesem Gully viel Wasser? Sehen Sie das? Da ist sehr viel Abwasser, ja. Okay, dann bleiben Sie in der Leitung. Bei weiteren Fragen werde ich mich bei Ihnen melden. Ja. Oh Gott. So, hier, zusammenpacken. Wir fahren los. PH-Pixel. PH-2. Okay. Hey Daniel, siehst du, dass du zusammenpackst? Wir müssen los. Ich kann den zweiten holen, Falle. Hey, du sollst sie zusammenpacken, wir müssen los. Moin Leute, seid ihr auch noch da? Da? Dich meine ich nicht, ich meinte die Leute, die hier gerade bei mir standen. Ja, ich stand ja gerade bei der. Daniel, seht zu, wir müssen los. Wir müssen zu. Fahr, Thomas, fahr. Ja. Ey, der Server hängt schon wieder. Ja, du lass dir Zeit. Du kannst ja nachkommen. Welches Feld ist denn das?
Das ist, hinten müsste das beim hier. Fahr einfach zu unserem GPS-Standpunkt. Welchem Gully ist das denn? Hallo, 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 hier bleiben. Bleiben Hier, hier. Hier ist ein Kind drin. Hilfe. Was? Da ist ein Kind, ja. Ach du heilige Kacke, gut. Da. Fabi? Ja. Stelle dir immer so hin, dass wir hinterher vom Korb aus Seil runterlassen können zum Ja, Absaugen. wir machen das nicht über einen Korb, wir machen das über eine Sprosse, weil über dem Korb ist das blöd. Ja, ist blöd, wir haben auch gerade nichts Besseres. Ja, Wir haben deswegen gerade machen wir keine das. Sprosse beim Rhein. Die Sprossen sind da doch. Ja, Ich habe extra den. dass du die Leiter so ausfährst, dass wir das vom Leiterpark aus machen können. Nicht direkt über dem Korb, ist klar. So, entschuldige. Du musst Ja, wo mich bleibt ein. denn das LF, Mensch? Daniel? Hallo? Ja, Kommen Sie bitte hallo. von der Leiter Nein, hat der runter. Korb einmal. Hallo, hier bleiben. Hier bei mir, hallo. So, dein AG Angriffstruppen einmal bitte zur DL4, die DL-Besatzung einmal unterstützen. Der Rest möchte einmal bitte Abschied von der Verstanden. Unfallstelle übernehmen. Danke. PA, Angriffsgruppe, zur Menschenrettung vor. Anderen auf Bereitschaft. So. Welcher Gullideckel denn? Hier vorne der. Der hier vorne. Wo der Pixel steht? Ja. Ja. Gehen Sie bitte mal weg. Lassen Sie die Einsatzkräfte So. ab. Seilwinde ist dran gebaut. Leiter steht ein bisschen weiter vor. Nein, die steht richtig. Hier, diese Sprosse, da siehst du den Flaschenzug, den Seilzug nicht. Ich Ja, bin doch, jetzt. so festgemacht. Lässt du einen von deinen Jungs runter? Also da so ein Ja, Angriffsgruppe festmachen, steht dass wir vor. ihn rausziehen können. Wie geht's Ihnen denn soweit? Geht's Ihnen gut? Schlecht. Schlecht? Schlecht. Na gut, dann setzen Sie sich erstmal zu Ihrem Fahrzeug. Herr Ich werde gleich Einsatzleiter, meinen Arzt rüber schicken, ja? rufen Sie schon mal den Notarzt und Ja, den ich wollte gerade RTW. Lagemeldung abgeben. Alles klar. Leitstelle Mellenburg von Florian Mellenburg, 12.11.19. Latschele Mainburg hört. Ja, folgende Lage. Wir sind momentan mit drei Fahrzeugen, dem LF, der DL und dem EW vor Ort. Wir bräuchten einmal zwei Rettungswagen und einen Notarzt kommen. Habe ich richtig aufgenommen? Drei Fahrzeuge vor Ort benötigt werden. Zwei RTWs Ja, und und? ein NEF. Ja, das ist so richtig, kommen. Brauchen nur einen RTW. Nein. Wir haben einmal eine Person im Fahrzeug, die eventuell auch noch mitgenommen werden muss, falls das ist. Dann einmal die Achso. Person hier drinne und ich weiß, und da ich nicht weiß, wie der Zustand ist, alarmiere ich noch lieber einen NEF mit. Ja, das ist verstanden. Notarzt, Einsatzfahrzeug, Rettungswagen und Rettungswagen werden alarmiert. Düt, düt, düt. Düt, düt, düt. Einsatz für das. 12.33.1 von Einsatzleitung kommen. So, Person ist gefunden. Ja, die Person ist ja drinnen. 12.33.1 von Einsatzleitung. Wo ist das Neff denn hin? Ist das Neff schon auf Anfahrt? Oh. 12.33.1 von Einsatzleitung. Kommen. Ja, 12.33.1, hört. Ja, Frage, wie ist die Lage bei euch vorhin? Ja, wir haben die Person an unseren Seilzug fest mit unserem Seilzug soweit gesichert, dass sie nicht weiter reingerissen werden kann. Können, sobald Rettungsdienst vor Ort ist,
mit der Bergung, Rettung der Person beginnen. Alles verstanden. Der Notarzt? Na, Daniel, mach du doch mal weiter. Nicht, dass die Person da leider noch weiter runterfällt. So. Ja, wir bräuchten mal den Notarzt, um Schmerzmittel zu geben. Wechsel? Notarzt? Hallo? Hallo? Na gut, ihr unterstützt mal bitte die Elbe-Satzung. Wir haben eine Person unten im Gulli, bräuchte medizinische Versorgung. Ist sie schon oben? Person noch nicht oben, sondern noch unten. Sollen wir sie runterlassen? Nee, holen mal die Person hoch. Antrittsgrupp an Maschinist. Maschinist. Steht aber leider drauf. Der Edwin? Ja. Ja, ihr. Sie können am besten einmal ganz kurz einen zum roten VW Golf 2 schicken. Da ist so eine Person drin, die müsste eventuell gleich mal überprüft werden. Okay. Moin. Moin. Sie können ruhig aussteigen. Person ist gerettet. Was ist denn Ihr Anliegen? Was? RTW-Besatzung. Da ist ein Kind drin. Ja, bleiben Sie ruhig hier. Das Kind ist schon nicht mal mehr da drinne. Das Kind ist schon im Rettungswagen drinne. Wie geht's dem Kind? Gut, Leitstelle hört. Ja, folgende Lage. Person ist gerettet. Und soweit an den Rettungsdienst übergeben, bleiben noch weiterhin vor Ort, um letzten Maßnahmen zu treffen. Ja, das ist verstanden. Bitte melden Sie sich über den Status 1 ab, wenn Sie von der Einsatzstelle abrücken. Ja, das ist soweit verstanden. Vorher melden wir 12.11.1 Ende. Ende mit Leitstelle. Dann mach mal die Gulli dicht, mach soweit alles wieder so, dass wir den Verkehr durchlassen können. Ja, sollen wir der Stadt Bescheid sagen, dass wir mal Leute hier schicken? Pixel? Ja. Übernimmst du den. Fährst du mit dem Notarzt? Ja. Zusammen ins Krankenhaus mit dem RTW? Ja. So, du kannst die DL schon mal so weit dann eigentlich zurückparken. Ey, du sollst den RTW fahren. Den Notarzt können die später holen. Ja, was ist denn? Daniel, absitzen, mein Fahrzeug. Ja, einmal DL wieder so hinstellen, dass wir teils. Die Straße teils öffnen können. Dasselbe geht für dich. Wo bist du jetzt, Daniel? Auf dem Weg ja. Zum Fahrzeug. Achso, da. Ja, einmal so, dass wir die Straße zuerst wieder öffnen können. Schlauch und Wasserturm übernehmen dann so Verkehrsabsicherung, also sprich immer ja, stückchenweise durch. Dabei. Melde ich mich einmal bei der Polleitstelle. Was machst du da? Hier irgendwie rechts ranfahren, dass wir das öffnen können. So. 110. Rufen wir mal die Kollegen von der Polizei an, dann sollen die Absicherung hier weiter übernehmen, bis der Gullideckel wieder vernünftig drin sitzt. Polizeidienstleitstelle Osnabrück. Ja, guten Tag. Lustig von der Feuerwehr Mellenburg. Wir brauchen einmal oder eventuell zwei Streifenwagen Richtung Mellenburg, Mayenburger Damm, die einmal die Absicherung der Einsatzstelle übernehmen. Ja, das ist verstanden. Wir schicken Ihnen zwei Streifenwagen zur Einsatzstelle. Tschüss. Tschüss. Der von der Polizei kriegt den Kopf auf den Sack hier. Warum? Nein, das ging um was anderes. Da vorne war so ein RTW, der nicht von der Stelle kam. Ja. Deswegen lachst du, aber der Typ von der Polizei ja nicht. Nee, ist richtig. Thomas?
Wo bist du hin? Ah, da. Auto steht ja auch ein bisschen bescheiden, mach mal die Tür zu, bitte. Bevor da jetzt jemand mit dem Rad gegen fährt oder so, weißt du, hier ist so, dann BAM! Oh, der Elle vor allem. Ne, so ein Radfahrer. Na, BAM! Ah Gott, die von der Polizei brauchen aber immer so lange, wa? Es geht auf den Platz, ey. Da kannst du dich hier schon mal dran gewöhnen, Kollege. Ja. Guck mal, da kann ich dir aber mein Postauto zeigen. Das da. Das hier? Ja. Ja, Möchtest du deinen Brief für heute schon haben? wenn du willst, hast, dann ja. Ja. Bei dir Hier sind sogar sechs. Der eine kommt noch von 2012, der andere von 13, der andere von 14, der andere von 15 und der andere von 16. Und der letzte kommt vom Gerichtsverkehr. Scheiße. Ja. Ja, Jungs, so bleibt die Polizei. Poliz. Ja, hier ist Lauftrupp, da hinten mal dicht machen, hier mal kurz auf. Die Polizei ist zum Unfall verwickelt. Polizei hat einen Unfall gebaut. Ja, das habe ich auch gedacht. Nice. Ne, wir wollen mal umkehren, ne? Mit der Drehleiter kehren wir eben um. Warte mal kurz. Hallo? Hallo? Weil ich mich ausgelacht habe. Da vorne, direkt vor deiner Fresse, vor deiner Visage, Gullydeckel. Ich zeig dir mal hier. Und ich zeige ihn dir nur einmal. Ich hab dir noch nicht mal gesagt, was du machen sollst. Einmal absichern, dass da nichts passiert, dass da kein Radfahrer oder sowas zwischenfällt, weil wir es ein bisschen weiter öffnen mussten, damit wir ein Kind da rausholen konnten. So gut, dann einmal an alle Einsatzkräfte, Einsatzende, Status Einsatz zur Wache. Yay, Feierabend. Kannst du bitte ein bisschen vorsichtiger fahren? Und ja, okay. Zumindest nichts Wichtiges. Daniel, mach mal dein Heckwarner aus. So, Leute. Das war der erste Einsatz für. Oh, deine Jalousie noch ist noch offen. Nein. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.